Das WZ-Mobil ist heute in der Lessingstraße in Vohwinkel vor Ort. Hier hat ein Unternehmer investiert. Das ist erstmal gut. Ein Gelände, das lange brach lag, soll jetzt endlich bebaut werden. Doch die Art und Weise, die gefällt den Bewohnern gar nicht. Und deshalb ist einiges los heute in der Lessingstraße. Es gab eine ganz sinnvolle Bebauungsplanung hier, die die gesamte Bürgerschaft hier getragen hätte. Das wäre alles kein Problem gewesen, wenn man an den ursprünglichen Bebauungsplänen festgehalten hätte. Aber wie gesagt, der Investor hat sich zurückgezogen, es ist nicht dazu gekommen. Das war die ursprüngliche Planung, mit der waren wir alle einverstanden, dass hier ein, zwei Familienhäuser gebaut werden, maximal 30 Wohneinheiten mit einer Grünbepflanzung, also eine Verträglichkeit fürs Wohnviertel. Das war geplant. Und dazu ist es nicht gekommen. Jetzt kommt jemand mit der großen Keule, setzt uns hier Bauklötze hin, ohne irgendjemanden zu informieren und versucht heimlich, still und leise hier Massenbauten hinzusetzen, die hier überhaupt nicht hingehören. Und dagegen wehren wir uns, wie Sie sehen. Ich habe grundsätzlich was gegen dieses Bauprojekt, gegen das andere Bauprojekt überhaupt nicht, gegen ein, zwei Familienhäuser auch nicht. Mir ist das ein bisschen zu groß, zu viel Verkehr und ich weiß auch nicht, wie die das lösen wollen, das in den Stoßzeiten hier abzufangen. Ja, ich bin Anwohnerin hier im Dichterviertel. Ich leite hier auch noch einen Kindergarten und bin Mitglied in der Bürgerinitiative Dichterviertel. Wir waren entsetzt über die neuen Pläne. Die sind ja jetzt auch erstmal so nicht durchgekommen. Da sind wir sehr froh drüber. Wir wünschen uns jetzt einfach, dass die neuen Pläne, in die wir ja mit einbezogen werden sollen, einfach nachhaltig geplant werden. Nachhaltig bedeutet für mich, dass ökologisch, ökonomisch und sozial gedacht wird, dass alle Aspekte da einen Raum finden in der neuen Planung. Ja, und ja, das ist meine Hoffnung. Und dazu gehört auch ein neues Verkehrskonzept. Ladislav Berg vom Unternehmen Berg Immobilien ist heute auch hier. Er stellt sich erstmals den Fragen der Anwohner, die zahlreich gekommen sind und nun wissen wollen, wie geht es weiter an der Lessingstraße? Werden tatsächlich mehr als 80 Wohneinheiten gebaut oder kann man das Projekt doch zurückstufen auf die geplanten 30 Wohneinheiten? Denn die Infrastruktur, so sagen die Anwohner, kann eine solche Baustelle nicht verkraften. Ich sehe auch mit der Verkehr, ob dieser eventuelle Parkplatz oder Garage bauen würden. Und das Verkehr ist jetzt im Moment dann sehr stark. Ja, dadurch, dass die Straße ist auch nicht angenehm breit und da hier die ist Frequenz von verschiedenen Lastwagen und etc. etc. Ja. Wir haben ja große Ängste gehabt, dass diese 80, 85, 90 Wohneinheiten eben auch ganz viel Verkehr, zusätzlichen Verkehr bedeuten würden. Und das verkraften wir hier nicht mehr. Hier haben wir das absolute Chaos schon und jetzt muss ein Verkehrskonzept her. Das Projekt Lessingstraße hat am WZ-Mobil für viel Gesprächsstoff gesorgt. Lange haben der Unternehmer Ladislav Berg und die Anwohner miteinander diskutiert. Eine Einigung gab es nicht. Und so bleibt offen, wie es an der Lessingstraße weitergeht.